Willkommen zurück zu Daylight. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade sind und... Oh nein. Jetzt sag mir nicht, ich muss den Keller... Ich weiß nicht, warum wir den Keller nochmal machen müssen. Ich war im Keller schon durch. Anybody there? Ich werde so schnell wie möglich, ich hoffe, so schnell wie möglich durchkommen. Ich habe keinen Bock jetzt schon wieder das Ganze. Ich schon wieder! Ich will nicht. Ich will gar nicht. Ich spiele es übrigens mal wieder im Hellen. Das hat nichts zu bedeuten. Das heißt nicht, dass ich Angst habe. Huch, da war eine Kiste, ne? Ja. Oh, wieso muss ich denn schon wieder das. Oh. Ja, ein Zettel. Ich werde die Zettel jetzt auch nicht mehr durchnehmen. Die haben wir schon gelesen beim letzten Mal. Das gibt's doch nicht. Ich rieche mich jetzt nicht auf, nein. Außerdem heißt es der Krähenmann. Ich habe nur den Speicherstand geladen. Ist ja ein toller Speicherstand. Super. Ist ja ein super Speicherstand, dass man da lädt, dass man alles wieder von vorne machen muss. Ganz toll. Ganz toll. Super. Naja. Dann schauen wir mal. Oh, Hauptsache, ich habe die Tür schon mal gefunden. Oder war. Nee, warte mal, wir waren doch schon nur durch, oder? Ah, da hängt die Alte. Hallo. Alter, geh einfach weg. Geh einfach weg, du Truller. Geh weg, Oma. Was sind das für komische Geräusche? Und warum? Hallo? Lal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 
Jetzt halt doch mal die Klappe. So, je mehr ich mich mit diesem Tagebuch befasse, desto mehr gefällt es mir. Ich habe angefangen, durch die Tunnel zu wandern und bin auf den alten Pumpenraum gestoßen. Ich habe gehört, dass sie das Abwasser auf die Insel hier behandeln wollten. Was? Gehört, dass sie das Abwasser auf der Insel hier behalten wollten? Nee, behandeln. Behandeln wollen? Achso, es zu Trinkwasser oder Ähnlichem zu machen. Schätze, daraus wird wohl nie richtig was geworden. Das schätze wohl, ist wohl nie richtig was geworden. Egal. Egal, des einen Pech ist des anderen Glück. Jetzt habe ich dieses nette kleine Privatbüro mit einem Schreibtisch, das ich verwenden kann. Mein Mercer ist... Was? Wenn Mercer es nicht braucht. Es ist fast wie meine persönliche kleine Festung. Oh, hört, hört. Das scheint noch nicht zu Das scheint noch nicht zu funktionieren. Scheiße. Kacke. Kacke. Da haben wir was. Denn einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter, aber Mercer hat uns aufgetragen, ihn zu finden, bevor er unsere Arbeit erschwert. Ich hoffe, dem Kerl geht's gut. Das ist bestimmt der George gewesen. Wahrscheinlich der George. Lalalala. Wo war denn nochmal der Schalter? Hier war doch irgendwie, glaube ich, so ein Schalter, ne? Ja, Knicklichter, juhu. Ich werde mal so Knicklichter anmachen. Wieder eins nehmen. Genau, damit wir mal schön ausgerüstet sind. So, mit Island Hospital, Main Trains Report, Datum 13. Oktober 1932. Mitarbeiter Adam Peterson. Gewartet, Stromversorgung zur Brücke wiederhergestellt. Nach dem schweren Regenfall vor kurzem haben wir die Brücke fast verloren. Nicht vergessen, wenn der Wasserpegel steigt, muss die Brücke geöffnet werden. Das ist der einzige Weg, um hier rauszukommen. Wenn die Stromzufuhr erneut ausfällt, muss sie wiederhergestellt werden, bevor die Brücke bedient werden kann. Alle Mitarbeiter im Pumpenraum müssen mit diesem Ablauf vertraut gemacht werden. Schließlich soll hier unten niemand festsitzen und die Fähre von der Insel verpassen. Aha, das wäre natürlich nicht schön. Ich hoffe, wir finden eine Fähre, um hier rauszukommen. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber, wie ihn einige der anderen Wärter behandelt haben. Aber die Docks haben uns gesagt, sein Tagebuch würde ihm helfen. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief, aber seinen letzten Eintrag ergibt keinen Sinn. Ich habe den Inhalt zur besseren Übersicht hier übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben. Für den Fall, dass es sich um einen Code handelt. 13, 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 13. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Das, nee. So. Kisten sollten sich nicht normalerweise so verhalten. Hallo? Die Stromkästen sehen aus wie so Gesichter, so mit vier Augen und so einer Nase, so Thaddäus-mäßig. So, was haben wir hier? Doc, ich habe getan, was Sie mir gesagt haben. Die Aufzeichnung von Patientin 13 wurde zerstört und wir haben alles, was Sie jemals getragen... Was sie jemals getragen, verwendet oder gehabt hat, im Heizofen in der Kanalisation verbrannt. Woher wusste sie von alten Heizofen unten in den Tunneln? Da unten scheint seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen zu sein. Na, vielleicht hat sie eine Kellerkarte besessen von früher. Jetzt sieht das Spiel mal richtig geil aus, irgendwie, komischerweise. Quiet. So quiet. So ruhig ist es gar nicht hier. Hier ist überall Wasser. Okay. Dann wollen wir mal.
Na toll. Da müssen die Schatten nachgeladen werden. Das ist nicht schön. Flupp. Naja. Hey, Zivilisation! Ja, geil! Na toll, aber ich kann da nicht. Sie kann auch nicht dahin schwimmen. Na, es ist nicht weit weg, aber sie kann da nicht hinschwimmen. Sie muss durch den Wald. So. La 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 la. So, ich glaube, hier war das genau. Und hier müssen wir jetzt erstmal den Hebel betätigen. Und dann müssen wir hier eine Fackel anschmeißen. Boah, da kann Hollywood sich erstmal eine Scheibe von abschneiden. Abschneiden. Von den unfassbaren Special Effects. So, ich werde nochmal hier so eine. Lalalala. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das Ding anmacht. Das bringt mir hier draußen sowieso nichts. Hallo? Nein. Ja, ich kann ja euch springen. So, jetzt aber. Komisch, manchmal ruckelt das Spiel und manchmal gar nicht. Manchmal läuft das total flüssig. Das ist sehr verwunderlich. Aber auch egal. Hallo, du sollst. Diese Kletteranimation ist sowas für ein. So. Hallo. Ein Zettelchen. Jawohl. GNC Investments. Datum 26. Mai 1986. Betreff unerklärliche Vorfälle auf Baustelle. Mehrere Beschwerden von Arbeitern, die Dinge gesehen haben wollen. Auf die Frage hin, was sie gesehen hätten, haben einige geantwortet, sie würden Personen aus den Augenwinkeln wahrnehmen. Doch wenn sie sich umdrehen, ist niemand da. Ein allgemeines Gefühl der Furcht und des Beobachtenwerdens scheint allen Arbeitern erfasst zu haben. Die meisten Beschwerden kommen aus der Nachtschicht. Dort haben Arbeiter sogar angegeben, sie hätten tatsächlich Personen im Konstruktionsbereich gesehen. Na, wer mag das wohl gewesen sein? New Kipling Herald. So, Charterboot fängt Feuer. 16. Juni 1939. Eine weitere Tragödie erschüttert New Kipling. Diesmal hat das Charterboot Compass Lily während einer Umrundung der Küste von Mid Island Feuer gefangen. Zu dem Zeitpunkt sollen sich 1342 Personen an Bord befunden haben. Letzte bestätigte Zahlen zufolge haben nur 332 überlebt. Die Überlebenden wurden sofort in das Mid Island Hospital gebracht und dort erst versorgt und anschließend für immer versorgt. Huch, da liegt noch was. Lalalala. So, New Kipling Herald. Charterboot fängt Feuer. Haben wir das gar nicht schon gehabt? Laut offiziellen Bericht wurde der Unfall wahrscheinlich durch ein Problem im Maschinenraum ausgelöst. Außerdem hat man festgestellt, dass alle Sicherheitsprotokolle völlig unzureichend waren und es mehrere sich Gerüchte über den geistigen Zustand des Bootsmaschinisten. Der Eigentümer der Compass Lily bekräftigte sein tiefes Mitgefühl für das, was geschehen, und versicherte, dass von nun an die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden. Hätte er sich mal früher überlegen müssen. Slender? Bist du's? Omi? Lalalala. So, ich werde jetzt rennen, denn ich habe keine Lust hier. The exit, the end, where is it, Sarah? Ich weiß, wir müssen Seiten finden. 5 Stück, um genau zu sein. Und bevor ich jetzt hier großartig mich hier umdrehe und weiß, dass die alle. Alter, jetzt ist doch mal gut. Was hat die denn für Probleme? Hat die Asthma? Bevor die Alte jetzt hier permanent hinter uns steht oder seitlich, nee. Ach, mich juckt schon wieder, aber.
Wollte ich schon gerade sagen. Also, los geht's. Ich werde nochmal hier so ein. Ich weiß nicht, warum ich mal das Blaue an. Das Grün, das Blaue. Blaues Licht. Warum ich mal das Grüne anmache. Ich weiß nicht warum. Ich will nicht unbedingt immer diese Fackel benutzen. Das ist unfair. Normalerweise hätte das Spiel ohne Waffe auskommen sollen. Hätte, wenn und aber, wie auch immer. Ich. Keine Ahnung. Ja, wir haben die Tür gefunden. Super. Yay, Tür. Ich will mich gar. Ja, ist doch gut. Meine Güte. Mit auf dem. Was ist mit der alten los? Mit der Trulla? Gibt's doch gar nicht. So, da haben wir eine rote Seite. La 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 la. So, Datum 4. April 1986 betreff Jess Francis. Francis, Mr. Francis, ist in die Grube gestürzt, in die wir kurz davor Zement geschüttet haben. Er lebt, aber er wurde in die Notaufnahme des Mid Island Hospital gebracht, um seine Lunge auf Rückstände zu überprüfen. Sein Ersatz soll morgen eintreffen. Irgendwie werden die alle immer direkt in das Krankenhaus eingeliefert. Ganz komisch. Empfehle den Einsatz vom Wachpersonal, da dies bereits der dritte Vorfall war, bei dem jemand auf unerklärlicher Weise. Schnauze. Unerklärlicher Weise gestürzt ist. Fange an zu glauben, dass sie was gestoßen wurde. Okay. What happened to the girl? Sheila mit Dark Black. Huch, was war das denn? Textur nachladen? Ich habe ein ganz mieses Gefühl, dass die Alte gleich irgendwo hinter so einem Baum steht und ich hier voll. Halt die Schnauze, hab ich dir gesagt. Da eine Seite. Ja! So, New Kipling Herald. Unfälle und Gerüchte plagen Hospizprojekt mit Islandheim, 7. Januar 1987. Der Aktienkurs von GNC Investment Corporation ist gestern inmitten schädlicher Gerüchte um das ohnehin bereits krisengeschüttelte Bauprojekt um 30% gesunken. Laut einer anonymen Quelle im Unternehmen wurde vor Ort mehrere Gräber entdeckt, die mehr als 300 Jahre alt sein sollen. Obwohl über den Inhalt der Gräber nichts bekannt ist, mutmaßt der selber anonyme Kontakt, es könnte sich um archäologische Überreste amerikanischer Ureinwohner handeln. Wenn das stimmt, könnte das den Bau weiter verzögern oder gar zum völligen Stillstand bringen. Na, das, hier liegt da sonst auch in meiner Seite, ne? Du scheiß Kackbratze, Alter! Steht die da an der Tür? Ich wusste es. Ohne irgendwie eine Vorwarnung. Da hängt auch noch eine Seite, super. So, zu Händen aller Vorarbeiter. Bitte verständigen Sie die Arbeiter, dass morgen früh ab 9 Uhr eine Prüfung und Bewährungsverfahren der Bodengüte durchgeführt wird. Bitte wählen Sie zur Unterstützung 2 bis 3 Ihrer verlässlichen Arbeiter. Alle anderen sind aufgefordert, sich die Baustelle zu verlassen und sich bis zum nächsten Morgen auszustempeln. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an das Hauptbüro. Vielen Dank, GNC Investments. Aber gerne doch. So, ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Ich glaube, hier war noch irgendwie, da war der Brunnen, ne? Da waren wir, glaube ich. Ja, da waren wir. Das heißt, hier muss noch was. Ah ja, hier oben. Ja! Ein Zombie hängt am Glockenseil, ein Zombie hängt am Glockenseil. Alter, diese Alte, die steht doch voll schon hinter uns wieder. Ich sehe es doch schon. Oder auch nicht. Waren hier nicht auch irgendwie eine Seite am Baum? Nee, anscheinend nicht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir noch nicht waren.
Ich laufe vollkommen falsch, ich sehe es schon. Weil es gibt noch ein Gebäude, wo definitiv Seiten sind. So close and yet so far. Ja, so close and yet so far. Nee, da waren wir schon. Da muss das Gebäude da sein. Ja, da ist es. Yeah, geil, cool. So, da sind nämlich auch noch Seiten. Das weiß ich. Hier ist nämlich auch das Siegel. Ja. So, New Kipling Herald. Bodentests führen zum neuen Desaster und Todesfall. 28. August 1987. Während der für die Ermittlungen bezüglich der Arbeitspraktiken von G&C Investments laufenden Bodentests auf Mid Island geriet der Bauleiter Wilson Warren unter einem Arbeitsgerät und wurde erdrückt. Mindestens ein weiterer schwerwindiger Unfall ist bekannt. Schwerweidiger Unfall ist bekannt. Es wurden jedoch bisher keine Details veröffentlicht. Die örtliche Polizei hat Untersuchungen eingeleitet. G&C Investments hat sich noch nicht dazu geäußert, wie es ja immer so ist. Ja, die Oma ist schon hier, ich weiß. Wo ist er? Die sterben! Kack-Oma! So, wo ist noch eine Seite? Muss doch irgendwo eine Seite sein. Seite! Seite! Ja. New Kipling Herald. Stadtrat erwägt Ermittlungen gegen G&C Investment Corporation. 14. Februar 1987. Auf Druck des liberalen Ratsangehörigen Anthony Wasserman hat der Stadtrat von New Kipling in Erwägung gezogen, Ermittlungen über die Sicherheitsvorkehrung des bereits seit einiger Zeit in Konstruktion befindlichen Hospizprojekts von G&C Investment Corporation auf Mid Island einzustellen. Das Projekt erlitt bereits 3 Rückschläge, nachdem Bauarbeiter tödlich verunglückten. Ich bin seit 9 Jahren Mitglied des Stadtrats und noch nie ist mir ein derart strührendes Bauprojekt untergekommen. G&C wurde bereits mehrmals wegen Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften belangt. Aber dieses Projekt stinkt zum Himmel. Ich bin fest entschlossen, dem auf den Grund zu gehen, sagte Wasserman bei einer Tagung des Rats am Donnerstag. Ich widersprach der Ratsangehörigen Shillery Johnson und von mehreren Arbeiterverbänden aufgerufen wurden, sich der Abstimmung wegen ihrer Verbindung zu G&C Investment Corporation zu enthalten. So. Ja, ist hier. Wenn ich jetzt noch weiß, wo die Tür war, wäre super. Ich glaube, die war hier irgendwo, oder? Alter, die Oma, die steht gleich irgendwo da. Ich sehe es schon. Geh weg, du Kackbratze. War das jetzt? Nein, ich laufe vollkommen falsch. Nein, ich laufe vollkommen falsch. Fuck. Das Problem ist, ich kann mich nicht wehren, weil sie diese dämliche Puppe die ganze Zeit in der Hand hält. Ich kann nur... Was war das? Warum leuchtet denn da so Glühwürmchen? Warum tauchen da... Alter, geh weg. Geh weg. Nein! Ich finde diese scheiß Kacktür nicht. Ich finde diese scheiß Kacktür nicht. Lalalalala. Ey, das gibt's doch nicht. Nee, von da sind wir gekommen, glaube ich. Das heißt, wir müssen hier lang, glaube ich. Geh weg.
Boah, ist das am Ruckeln? Das gibt's doch gar nicht. Wo war denn diese scheiß Tür? Slender? Bist du's? Slender? Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn diese scheiß Tür? Wow! Ich finde diese Kacktür nicht. Das gibt's doch nicht. Oder war es doch hier? Ich weiß es doch nicht. Da ist die Tür. Ja, ja, ja. Oh. 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 Alter, mein Herz. Oh. 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 Ich brauche jetzt eine Pause und ihr solltet das auch tun. Und dann sehen wir uns in der, ich glaube, finalen Folge wieder. Also viel wird nicht mehr passieren. Ja, also macht's gut.